In Davos wird seit Jahrzehnten universitäre Forschung auf höchstem Niveau betrieben. Dazu gehört vor allem der Bereich Medizin und Life Science. Die Academia Rhaetica, die Dachorganisation der Institutionen mit universitärer Forschung und Lehre in der Südostschweiz, strebt derzeit mit einem Graduate Campus eine Vereinigung ihrer zurzeit rund 130 Doktorierenden und Postdoktorierenden an. Der Graduate Campus soll dazu beitragen, die hervorragende Forschung in Graubünden besser bekannt zu machen und dadurch den Nachwuchs an Forschenden sicherzustellen. Er gibt ihnen auch eine gemeinsame Plattform, die wir unter das Thema Umwelt und Gesundheit gestellt haben. Reto Krameri, Leiter der Abteilung Molekulare Allergologie am Schweizerischen Institut für Allergie- und Asthmaforschung SIAF in Davos, betont die Wichtigkeit eines Graduate Campus für Graubünden. Der Wettstreit um die besten Talente ist global geworden und der Erfolg eines Forschungsstandorts hängt stark von dessen Bekanntheit und Vernetzung mit Universitäten und damit ihrer Attraktivität für Doktorierende respektive Postdoktorierende ab. Das sind die Leute, die die Arbeit machen. Wir sind einfach hier als übergeordnete Institution und machen Projekte, wir organisieren Geld, damit sie das machen können. Aber schlussendlich, die Arbeit in der Forschung weltweit wird von Doktoranden und Postdoktoranden durchgeführt. Das SIAF in Davos arbeitet schon länger mit der Life Science Zürich Graduate School zusammen und hat damit äußerst positive Erfahrungen gemacht. Umgekehrt möchte mit dem Graduate Campus Graubünden nun auch die Universität Zürich vom Wissenschaftsstandort Davos profitieren. Davos hat sich schon seit längerem entwickelt von einem Ferienort zu einem Ferien-plus-Wissenschaftsort. Von diesem Wissenschaftsort möchten auch wir hier in Zürich profitieren. Es ist auch für unsere Doktorinnen sehr spannend, mal nach Davos zu sehen, mit den Forschenden dort sich auszutauschen, vom Standort Davos zu profitieren. Und auch die Davoser Forschungseinrichtungen, wie beispielsweise das AO-Forschungsinstitut, wollen sich aktiv in den Graduate Campus Graubünden einbringen. Das AO-Forschungsinstitut ist seit 50 Jahren weltweit bekannt für die Entwicklung von Methoden und Produkten zur Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparats. Wir sind Experten in der Übertragung dieses Wissens in die Praxis und freuen uns darauf, dieses Wissen in den Graduate Campus Graubünden einzubringen. Davos mit seinen renommierten Forschungsinstitutionen ist ein idealer Standort für den Aufbau eines Graduate Campus. Daran beteiligt sind auch die ETH Zürich, das World Economic Forum WEF sowie der Kanton Graubünden. Der Kanton wird diese Planungen unterstützen. Der Kanton ist daran interessiert, dass so ein Graduate Campus in Davos entstehen kann. Wir haben dem Grossen Rat in der Oktobersession dieses Jahres einen Gesetzesentwurf für Hochschule und Forschung unterbreitet und in der Botschaft haben wir darüber geschrieben, dass wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, wir dann die Möglichkeit haben, so einen Graduate Campus in unserem Kanton mitzuermöglichen. Im Grossen Rat ist diese Idee sehr positiv aufgenommen worden. Wir sind, sobald das Gesetz dann Rechtskraft erlangt hat, dafür bereit. Mit dem Graduate Campus sollen der Forschungsplatz Graubünden sowie seine Beiträge in Zukunft noch besser wahrgenommen werden. Für Forschende aus aller Welt bedeutet der Graduate Campus Graubünden die Möglichkeit, Forschungstätigkeit, Bildung und Erholung in der alpinen Umgebung von Davos vereinen zu können.